steht hier vor Aulia. 7 Monate, mein Lieber. Wer ist die Schuld? 7 Monate. 7 verdammte Monate. Weil ihr mich nicht nur gänzlich im Stiche lasst, Burgund, sondern um die verdammte Wahrheit zu sagen, weil ihr mich hintergeht. Weil ihr mit diesem französischen Luppenkönig und seinen Armagnacken auf eigene Faust unterhandelt. Statt eurer verdammten Bundesgenossenpflicht gegen uns nachzukommen. Ihr hundsgemeiner Verräter. Ihr vollgefressener Dicker. Verschwörung. Verdammt noch einmal, ihr habt mir einen meiner besten Leute erstochen. Billy! 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 Der Billy, der hört nicht mehr. Wenn ihr auch noch so schreit. Wohin eure verdammte Hand reicht, Burgund, da richtet sie Unheil an. Billy war ein guter Soldat. Einer meiner teuersten. Ja, nur heute nicht gleich. Da kommt doch jemand. Neuen Billy, ne? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Für Billy? Nein. Ah, mindestens 20 wert. Sein Brustumfang betrug 3 Fuß 10 Zoll. Von der Ferse bis zur Kniekehle. Mr. 1 Fuß 7 Zoll. Oh. Außerdem war er eine fromme Seele. Ah, also für den Brustumfang noch einen Fuchs mehr. Und für das Beinmaß einen halben. Aber für die fromme Seele gebe ich nicht. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Und übrigens ist sie ja jetzt im Himmel. Region? Hey, holla, wo sind meine Soldaten? Ach, erschreckt euch nicht, Burgund. Das ist ein Gott wohlgefälliger Lärm. Ihr wisst doch, dass die Franzosen und Engländer bei seiner Heiligkeit dem Papst anschwärzen, wir seien lau in Sachen der heiligen Inquisition. Die Franzosen haben im vergangenen Jahr 863 Ketzer verbrannt, während wir Engländer es alles in allem bloß auf 307 Stück gebracht haben. Das wurmt unsere Leute natürlich. Du halt an, um aufzuholen. Ach so, was ist los, Robert? Euer Lordschaft, habe ich das Ergebnis meiner Nachforschung mitzuteilen. Wir vom Carvalois auf der Stadt Orléans zu eurer Lordschaft in Sache Unterhälter, welcher die Verlängerung des Waffenspielstands Bruder Karls von Valois, aber trotzdem nur ein einfacher Richter von Majestät, da seine... Ihr? Den Sohn einer Wäscherin? Einem direkten Nachkommen des Eroberers. Lord Sohn Karls. Mir schickt dieser Valois den Sohn einer Wäscherin als Unterhändler? Das ist doch der Halbbruder des Dauphin. Also ein Hurensohn. Ja. So, Robert. Mein Tragstuhl! Nicht in den Ruf, so viel Ketzer zu haben. Ihr versteht mich noch. Diese Ketzer, Herr Herz, haben den Feuertod 1000 Mal verdient. Denn sie haben zum Beispiel gesagt, dass dieser Krieg eine Erfindung des Teufels sei. So. Na, no, das war's anders. Kapitän, ihr habt da ein junges 17-jähriges Mädchen auf dem Scheiterhaufen, das noch Jungfrau sein soll. Da hat doch keiner was davon.
Gesundheit, Eure Lordschaft. Habt ihr mit den Abgesandten des Herrn Karl von Valois gut aufgehoben da drin? Jawohl, Eure Lordschaft. Und eure Leute rennen wie die Bürstbinder. Bringt mir diesen Herrn Unterhändler. Herauf! Jawohl, Eure Lordschaft. Ihr habt ja eine gehörige Stinkwut im Leibe. Er mit dem hochedlen Herrn von Meise. Sohn einer Besserin. Ich will nicht hoffen, dass dieser Empfang mir geht. Na. Besserinnen sind gar nicht vom Übel. Ich halte mir 18 Stück davon. Zuckersüß wie Märzkatzen. Ich bin als Unterhändler seiner Heiligen Majestät, des Königs Karl des VII. Von Frankreich hier. Wenn meine Mission zu Ende gebracht ist, werde ich um die mir persönlich zugefügte Beschimpfung... Beschimpfung? Beschimpfung? Ich bin beschimpft! Herr Karl von Valois, wagt es! Mir, Lord Talbot! Mir, den verdammten Sohn einer Wäscherin zu ficken! Greift ihn mir! Los, Frau! Los, Herr Blut, ihr willst nicht bauen, den Falle mit der anzurühren! Was soll euch schlecht bekommen? Den Hurensohn her! Den Schnappern! Den begossenen Hund! Und ein Kohlendecken dazu! Hört gut zu, Herr von Meise. Sperrt eure Ohren auf. Sagt Herrn Karl von Valois, dass Lord Talbot nicht länger Geduld haben will mit ihm. Heute Nacht um 12 läuft der verdammte Waffenstillstand ab. Lord Talbot erneuert ihn nicht. Verstanden? Die verdammte Beleidigung, die mir der Herr Karl mit eurer Entsendung angetan, werde ich punkt 12 Uhr Mitternacht quittieren, indem ich die Vorstadt Saint-Loup angreifen und dem Erdboden gleich machen werde. Meine Geduld ist zu Ende. Ganz Orléans werde ich hinmachen. Jedem bin ich Krieg, ob König oder Karrengaul. Ein Pfahlstoß in die Nieren. Das ist mein Ernst. Herr, habt ihr gehört, Herr? Sagt was, Herrn Karl, Herr. Kriegt ihr eure verdammten Zähne auseinander für ein Jahr? Wie? Seid ihr vielleicht so stolz? Wartet, ich will euch die Botschaft einbrennen. Eurem verdammten Gedächtnis werde ich eine Erinnerung an mich einglühen. Haltet mir ihn gut fest, den Hund, den Doppelbriefträger. Das ist mein Wappen. Herr Karl von Valois wird, wenn er es immer wieder auf eurer Stirn sieht, dran denken, was er noch voll beschuldigt ist. Meine Schande ist meine Fahne, meine Schande! Meine Fahne, meine Schande ist meine Schande! Dann würde ich vergessen! Herr Malmöl, kann ich! Gut gebrüllt, Jungchen. Gut gebrüllt. Da läuft er weg wie eine vergiftete Ratte. Lass laufen. Übrigens, ihr habt da vorhin von der Plünderung der Vorstadt Saint-Loup gesprochen. Ich hoffe, dass ihr euch genau an unsere Abmachung erinnert. Diese Plünderung kommt meinen Soldaten zu. Ich habe euch vorige Woche das verdammte Saint-Jean gelassen. Eure müssen nicht alles haben. Diesmal sind meine dran. Saint-Jean. Was war denn schon an Saint-Jean dran? Ein Dreck war. Nicht mal genug junge Weiber waren da, um die sich verlohnt hätte. Meine sind dran. Meine sind dran. Meine. Zurück nach Romeo. Dem hat der Lord ordentlich in die Suppe hageln lassen. Hochziehen. Ruhe! Ruhe! Halt! Verdammte Eier!
Stadt räumen? Heilige Jungfrau Maria. Wieder weiter. Und wieder. Und wieder weiter. Ich bleib. Mögen Sie doch ein Ende machen mit mir. Ich weine nicht um sein Leben. Sie kommen schon! Die Engländer kommen! Die Engländer kommen! Pass auf! Macht euch um sie! Auf! Auf, Leute! Auf! Macht das schon ab! Wir wollen zum König! Hört, Leute! Wir wollen zum König! Und den wollen wir fragen! Na, meine Seele! Das ist doch die Alarmtrommel, la Tremouille! Richtig nicht auf, Herzog! Irgendein Dummkopf hat's angefangen, da trommeln sie halt alle, weil's so braucht. Wohin ein Hammel springt, dahin springen die anderen. Wir haben doch Waffenstillstand mit Talbot und Burgund. Ha! La Tremouille! Meiner treu! Irle Franz! Narretei! Klapp die Mäuler zu! Ich habe den Alarm schlagen lassen. Bemüht euch, ihr Herren. Hebt euch auf euer Posten, Herr. Talbot verlängert den Waffenstillstand nicht. Er verlängert ihn nicht. Um Punkt 12 in der Nacht greift er Salou an. Greift er an. Greift er an. Gott tröst euch, Herr Maizet. Das Schuhumann ist euch wohl erschienen. Seitdem es eine Kriegskunst gibt, greift keiner nicht mitten in der Nacht an. Greift er an, Gott, Gott. Greift er an. Schwätzt ja ins Blaue. Was ich euch sag, ist die Wahrheit. Es ist keine Stunde Zeit mehr für eure gottjämmerliche Ratschlägerei. Was nehmt ihr euch heraus, die Alarmtrommeln schlagen zu lassen? Ich bin Stadtkommandant. Ich habe euch zu sagen, dass Talbot um Punkt 12 die Vorstadt Zerlu angeht. 800 arme Schlucker wohnen dort. Die Flüchtlinge vom Lande nicht eingerechnet, die an die 2000 sein mögen. Die sind alle hin und geliefert, wenn ihr dem Engländer nicht zuvorkommt. Ist das nichts? Nicht gerade nichts, aber bei Gott nicht viel. Was die Leute anbetrifft, ich kenne eure Schwäche für sogenannte Volk, Maizet. Das garstige Zeug stirbt deswegen nicht aus. Verlasst euch darauf. Wenn ich durch den Wald reite, denke ich ja auch nicht daran, wie viel Ameisen und Käfer und Läuse unter den Hufen meines Gauls tot bleiben. Ergo, Flausen. Gönnen wir seiner Lordschaft das schäbige Saint-Loup. Ist ohnehin nichts dran. Lasst das Konträrsignal blasen. Euch hängt der Zaumlose. Weil ihr das Kommando über die Soldaten habt und mittlerweile das ganze Geld Frankreichs in eure Taschen geflossen ist, darum ist euch wohl bequem, wenn es so lang weitergeht, als überhaupt noch irgendwo eine Unze Silber aufzutreiben ist, ihr. Ihr Erzbett ist euch in Acht, Maizet. Die Herren auf diesem Boden und südlich der Loire sind immer noch wir. Und euer König? Der König ist von unseren Gnaden ein König oder gar keiner, wenn wir für ihn und seine Sache Krieg führen. Krieg? Schacher treibt ihr. Ihr verratet ihn, verkauft ihn, begaunert ihn, lauft ihn aus, macht ihn zu Popanz. Wenn der und der burgundische Hund nicht schnappen, danach schnappt ihr. Mit euren Haifischmäulern, ihr werdet ja imstand, dies letzte Bollwerk Orléans hinzugeben. Wenn ihr nur gleich einen Vorteil für euch erseht. Narr. Heilige Einfalt. Sobald ihr den Koller kriegt, verrät er seine mütterliche Herkunft. Das Volk, das Volk. Was ist überhaupt das Volk? Eine Brut Läuse. Manchmal, wie es scheint, recht lästig werden kann. Man muss von Zeit zu Zeit ein paar Dutzend von ihnen zerquetschen. Wenn ihr Rotze betritt, beleidigt meine allerchristlichste Majestät, der König von Frankreich, der hier wohnt. Was wollen diese guten Leute? Sie wollen ihren guten König sprechen. Euer Erlaubnis. Den König? Vielleicht nehmen Sie mit dem Propop vorlieb. Was bringst du? Was hat Talbot gesagt? Ist der Waffenschießer verlängert? Nein? Ach, er will nicht mehr. Schön. Weil du den Kampf willst, aber meine Minister und Marschall werden dir was husten. Und sag's nicht, was ist für ein Lärm und Platz? Das Volk schreit nach dir. Schreit um Hilfe zu seinem König. Ach, ich möchte viel Volk anflehen um Hilfe für mich. Ich habe vorhin um läppische 50 Goldstücke geliehen zu bekommen, La Tremouille die ganze Grafschaft Bohn überschreiben müssen. Willst du Orléans aufgeben? Meine Augen. Wozu brauchst du das Geld? Wozu? Du hast es erraten, nicht wahr? Um hier wegzufahren, um aus dieser abscheulichen Falle zu kommen. Ich bin nicht ganz sicher, was La Tremouille hinsichtlich meiner Person im Schilde führt. Da, sieh her. Das Talbotsche Wappen.
Das ist Talbots Antwort an dich. Wie willst du mir das da bezahlen? Ich bin rot geworden. Zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben. Und gleich Schande gewohnt bin. Dieser Lassenschaft unseres Vaters ist großartig. Ein zerrissenes Reich, Fremdherrschaft, Schmach und Erniedrigung. Ach, ich habe zu viele Feinde. Die Engländer sind schlimm. Burgund ist schon schlimmer, aber am schlimmsten sind diejenigen, die für mich zu kämpfen vorgeben und dabei in ihre eigene Taschen wirtschaften. Meine Vasallen, dieses Schmarotzerzeug, dieses Gesindel, dieses Pack! Ich habe einen einzigen Freund, dich. Aber du verstehst mich nicht. Jetzt möchtest du dich augenblicklich an Talbot rächen. Das Blut überschwemmt dir ja die Augen. Aber der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Man muss warten können, die Gelegenheiten abwarten. Das ist das Kunststück. Recht haben hilft nichts. Man muss Recht behalten. Ich will in der Tat Orléans verlassen. Bis dann. Bis hier. Gut, René, gut. Ich bitte dich, mit mir zu kommen. Ich brauche dich. Ich will mich dem Volk in die Arme werfen. Das hat noch kein König getan. Ich war es. Wir wollen die südlichen Provinzen aufwiegen. Hörst du? Du wirst für mich Truppen anwerben. Hörst du? Das Volk hat viel erduldet. Leiden macht frei. Es ist so weit, dass ich das Äußerste wagen muss, um das Äußerste zu gewinnen. Gründe und Gründe, aber schließlich ist es trotz aller Gründe doch eine schimpfliche Flucht. So helf uns Gott vom Übel. Du traust mir nicht, ich weiß. Aber ich flehe dich an, mir diesen einen einzigen Augenblick zu glauben. Es ist Frankreichs Glück, dass ich weiter denke als jeder von euch. Mein Unglück, nicht verstanden zu sein. Du hast mich immer für feige gehalten. Aber du wirst noch lernen von mir. Politik ist die Kunst, Gelegenheiten zu benutzen oder sie zu machen. Und du sollst versichert sein, wo ich die Gelegenheit erwische, packe ich sie beim Schopf. Ich fürchte, du belügst dich selber. Max, das ist vielleicht das ganze Geheimnis der Politik. Ja, alles aus dem. Jawohl, Sir. Es war keine andere aufzufallen. Hm. Sind die Begleiter zuverlässig? In jeder Beziehung. Du kommst? Ja, ich komme. Mann. Heiliger Gott, befreie uns von den großen Herren. Das ist Frau Nicola. Was macht ihr hier? Was ist los? Was macht ihr hier? Wir fischen, Herr. Was fischen, Herr? Was fischt ihr? Tote. Unsere Toten, Herr. Was heißt das? Erklärt mir. Der Herzog von Alençon hat 100 von uns in den Fluss werfen lassen. Wir waren bloß gekommen, Herr. Auf den Knien waren wir gekommen, unser Heilige Majestät, den König anzuflehen, dass er Orléans nicht verlasse, dass er es nicht überantworte dem Feinde. Da hat der Herzog von Alençon 100 von uns binden lassen, Herr, und in die Loire werfen, im Namen seiner allerchristlichsten Majestät, zum Wohle Frankreichs. Der König weiß nichts. Er wird den Herzog von Alençon zur Rechenschaft ziehen. Die Sänfte des Herzogs von Alençon. Der Herzog. Blutherzog. Nein, nach die Toten im Blutherzog. Nach die Toten. Der Herzog von Alençon.
Mord um Mitternacht. Kennst du mich? Das ist in der Tat außerordentlich. Die Stunde des Angelus ist längst vorüber. Das ist ja beinahe ein Wunder. Hätten mich diese guten Leute wirklich zerrissene Stücke gehauen? Hätten sie nicht in mir den König erkannt, bevor es zu spät war? Eure allerchristlichste Majestät mögen nicht erzürnt sein. Herr Robert von Baudricourt schickt mich mit diesen Mädchen. Hier knie ich vor der allerchristlichsten Majestät, dem König von Folgau. Du scheinst mit den Heiligen und den Erzengeln auf einem guten Fuß zu stehen. Hm? Ja, ja. Es scheint in der Tat so. Das Volk. Das Volk. Sagtest du nicht, dass dir der heilige Erzengel Michael etwas befohlen hätte? Was hat er denn mit? Warum trägst du Männerkleidung? Das Mädchen sagt, dass es... Lass mich selber sprechen, Johann von Metz. Ich heiße Johannes hier. Bin aus Domrini, weit von hier. Auch dort bei uns im Lothringischen. Siehe, ist der Krieg. Solange ich zurückdenken kann, ist Krieg. Und nichts als Krieg. Aber mir erschien des Tages, da ich gerade 17 alt geworden, der liebe heilige Erzengel Michael. Und befahl mir, dass ich mich solle aufmachen und zu seiner allerchristlichsten Majestät, dem König von Frankreich, gehen. Geh, kleide dich, hieß er mich, wie die Kriegsleute. Kleide dich also und mache dich auf. Und gehe nach Vaucouleurs, Johanna. Ich werde dir gute Menschen schicken, die dich zu seiner allerchristlichsten Majestät, dem König von Frankreich, bringen. Geh, sage dem König, dass ich ihm durch dich, Johanna, helfen will, die gute Stadt Orléans zu befreien, und du sollst ihn danach nach Reims zur Krönung führen. Ich habe immer gesagt, Gott selber, man sieht ja, wenn er will, kann er. Auch er scheint dem Prinzip zu huldigen, Gelegenheiten abzuwarten. Ich will mich nicht von ihm beschämen. Habt ihr gehört? Gott hat sich unserer erbarmt und schickt uns eine Heilige, uns und mit unserer Person, euch alle zu erretten. Wir selber beugen unser Knie. Oh, warum kniet ihr vor mir, Sire? Nein, das darf gewiss nicht sein. Meine Minister und Marschällen werden die Augen übergehen. Einer Heiligen können sie keinen Widerstand entgegensetzen. Jetzt sind sie geschlagen. Komm, Johanna. Wohin wollt ihr mich führen? Bist du misstrauisch? Fürchtest du dich? Nein, ich fürchte mich nicht. Denn ich weiß, es wird alles gut werden. Ins Stadthaus. Zurück zum Stadthaus! Ihr kennt doch das Mädchen. Ist es wahr, dass Gott sie uns gesandt hat? So redet doch, Herr! Schein gesehen. Es war doch ein Schein um ihren Kopf. Ein heller Schein. Genau wie auf dem Bild der heiligen Katharina in Saint-Gilles. Wir sind englischen Haufen begegnet. Wandern haben unser Herz, ich schwöre. Und die Engländischen sind vorübergegangen und haben uns nicht sehen können, weil wir einmal in eine Wolke gehüllt gewesen sind. König ist mit der Jungfrau zum Stadthaus. Kommt mit zum Stadthaus. Beim Kreuz Gottes. Folgt mir nach! Komm! Komm zum Stadthaus!
Seine Heilige Majestät, der König von Frankreich, hat eine Wundertäterin entdeckt. Das hat uns gerade noch gefehlt. Forschen! Ich gebe euch einen guten Rat, Freunde, denn er fehlt euch scheint im Augenblick dringend. Es wird mir ewig unendlich bleiben, wann ihr euren Verstand verloren habt, wenn ihr hier einen besessen. Aber glaubt mir, jede Minute, die ihr zu spät einseht, was los ist, kostet euch mehr, als ihr mir je geborgt habt. Was soll das heißen, Sie? Wollt ihr etwas sagen, dass ihr mir eure Schulden nicht bezahlen wollt? Genau das, Lafermoy. Wenn sich der Wind dreht, und er hat sich bereits gedreht, und ihr dreht euch nicht rechtzeitig mit, dann wird er euch wegblasen, versteht ihr? Wenn es mir, oder ich sollte wohl besser sagen, wenn es diesem Mädchen gelingt, das Wunder der Befreiung meiner guten Stadt Orléans zu vollbringen und meine Krönung in Reims zu bewirken, ohne euch, dann könnt ihr, und das wisst ihr ja selbst, ne? Was sollen wir wissen? Dann könnt ihr meine Quittungen zerreißen, denn woher wäre ich dann wohl noch in eurer Schuld? Habt keine Angst, siehe, es haben so viele Menschen nicht glauben wollen, was ich gesagt habe. Und Gott hat ihnen allen die Herzen geöffnet. Ach was! Überlass diese Herren ruhig dem Teufel! Die haben 100-mal die Hölle verdient. Die Engländer marschieren auf Saint-Loup. In diesem Augenblick morden und brennen sie vielleicht schon. Hunderte von Unschuldigen müssen büßen. Und diese Elenden hier, die über die Waffen gebieten, die rühren keine Hand. Lasst uns endlich mit den dreckigen Saint-Loup in Frieden! Ich habe meine strategischen Gründe. Eure Strategie, die nur in allen Ehren, wiewohl sie uns bis auf den Tag nichts anderes eingebracht hat als Rückzüge und Niederlagen. Vielleicht hat Gott diese Mädchen auch gesagt, wie man Krieg führt, um ihn zu gewinnen. Der Erzengel Michael hat mir nur gesagt, geh und sag dem König, dass ich ihm durch dich, Johanna, helfen will, Orléans zu befreien. Höchst einfach, höchst einfach. Alles, was von Gott kommt, ist höchst einfach. Lasst nicht zufrieden, Sir. Macht, was euch gut dünkt. Meine Soldaten, schätze ich, bezahle ich. Und sie gehorchen mir und keinem anderen. Die Bürger meiner guten Stadt Orléans wollen dich sehen, Johanna. Geh und zeige dich ihnen. Du bürgst mir für sie. Saint-Loup, der Augenblick ist günstig. Ach, ich habe die Schlacht schon halb gewonnen. Geh. Nun, ihr Herren, ich erwarte eure Entschlüsse. Gottes Zorn, es wird euch noch einmal schlecht bekommen, Sir, Wunder zu veranstalten und Glocken läuten zu lassen. Sancta Simplicitas. Ich wünschte dir nur, mir mit einer so einfältigen Erklärung helfen zu können. Bei meiner Seele, wollt ihr uns dumm machen, Sire? Es ist doch sonnenklar, dass dieser Person alles eingelernt wurde. Eine Närrin, die die Pfaffen in der Mache gehabt haben. Ihr macht euch eure Vers, das Volk macht sich einen anderen. Wer wird lauter singen? Ein Wort im Ernst. Ihr habt ja etwas recht Ungewöhnliches unternommen. Ihr habt euch dem gemeinen Volk beantwortet. Ich fürchte, das wird noch einmal schlimme Früchte tragen. Wenn dieses Volk erst seiner Kraft bewusst wird, dann wehe den Fürsten, wehe den Königen. Interessant, was ihr da sagt, Lafermoy. Aber ich glaube, dass die Völker nicht um der Könige willen da sind, sondern die Könige um der Völker willen. Und was die Fürsten angeht, da meine ich, offen gesagt, die Saat ist über. Johanna sagt euch, dass sie vom heiligen Erzengel Michael gesandt worden in diese Stadt Orléans. Weil der König des Himmels will, dass eure Leiden zu Ende sein sollen. Der Herr ist gnädig! Sagt den guten Leuten, dass sie nicht knien dürfen, Herr Ritter. Vor keinem. Vor keinem anderen als vor seiner allerchristlichsten Majestät, dem König von Frankreich. Dem es gebührt. Nicht von mir. Für uns!
glaube wahrhaftig, sie ist vom heiligen Erzengel Michael gesandt. Wenn Johanna auf die Soldaten mit sich reist, so werden wir euch, ihr Herren, um den Sieg und um die Früchte des Sieges betrogen sehen. Ich gebe euch einen guten Rat. Wartet nicht länger, den Befehl zum Angriff zu geben. Ihr verratet euch hier. Ihr glaubt selber nicht dran. Bei meiner Seligkeit. Wenn ihr nämlich wirklich glaubt, eure Heilige brächte unsere Soldaten auf den Marsch, ihr würdet euch hüten, uns um den Bart zu gehen. Wollt ihr mir weismachen, Sir, dass meine Truppen einer verrückten Bauernbirne in einen Angriff folgen, der sie Sand und Sonders Kopf und Kragen kosten kann? Wollt ihr behaupten? Das Marschsignal, Silva. Eure Truppen folgen meiner verrückten Bauerndirne. Jetzt ist es zu spät für euch. René, mein Pferd! René! Was ist? Verdammt! Hä? Ich muss deine Lordschaft brechen! Licht! Schildwache! Meine Lordschaft! Die Armagnaten! Macht euren verdammten Mund auf! Redet! Wenn euch euer Leben lieb ist, Lord Talbot, dann fliegt! Der Teufel ist den Armagnaten zu Hilfe gekommen! Eine verdammte Hexe führt sie an! Die ganze Stadt Orléans marschiert! Saint-Loup ist wieder verloren! Unsere Tapfersten haben die Waffen weggeschmissen und fliehen! Vor einem Weibsbild! Meine Leute stehen nicht mehr. Meine Leute stehen. Schildwache! Schildwache!
Engländer sind feige Hunde. 21, 22. Seht ihr da? Ich und einer! Das hättet ihr euch wohl in all eurer herzoglichen Gloria nicht träumen lassen, dass euch einmal der Sohn einer Wäscherin in die Hölle fördern würde. Schreib nicht zu! Viele sind tot. Warum soll gerade der ärgste Schurke am Leben bleiben? Die Gefangenen gehören seiner allerchristlichsten Majestät, dem König von Frankreich. Wo bleiben diese verdammten Kahlmäuse? Die Armagnacken werden mich erwischen. Wenn ich selbst nicht gleich da ist, lass ich dich hier teilen. So viel Lösegeld kann Engel für mich ja gar nicht bezahlen. Ah, na los, los, los! Ihr Schleimschnecken, ihr begossenen Hunde, auf, verdammt! Ja, nur rennt, dass euch die Lunge zum Hals heraushängt! Tja, das Glück ist eine Metze. Jetzt knie ich. Morgen kniet ein anderer. Wer weiß, vielleicht läuft mir auch mal eine Heilige in den Weg. Ja, wer weiß. Also, ich biete euer allerchristlichsten Majestät von Frankreich Waffenhilfe und Bundesgenossenschaft an. Man soll sich ja wohl mehr über den reuigen Sünder freuen, als über 100 gerecht. Was ist um Himmels Willen, Johanna? Was ist dir? Sie ist verwundet? Wir müssen weiter, Sir. Wie mir der heilige Erzengel Michael befohlen hat, nach Rhein. Zur Krönung. Heute ist auch mein Ehrentag, da ich ja meine Aufgabe erfüllt habe, wie mir der liebe heilige Erzengel Michael befohlen hat. Jetzt bist du schon bald ein Jahr fort von Domremy. Ach ja, ein Jahr, und ist doch gewesen wie ein einziger Tag. Und ich begreife selber nicht, wie alles gekommen ist. Was macht die liebe kleine Monchette? Oh, es geht ihr gut. Und Simon Jonard? Gut. Und Meister Jean Verdier? Geht ihm gut. Und der kleine Pierlot? Oh, gut. Ach, wie freue ich mich, sie alle wiederzusehen. Den Vater, die Mutter, die Brüder, das Schwesterchen und alle, alle lieben. Habt ihr denn oft an mich gedacht? Ich war so ungeduldig, dass die Zeit vergehen musste. Und es war ein so weiter Weg, wie sie hier. Und es mussten so viele Städte und Burgen erobert werden. Der liebe heilige Erzähler Michael wird mir, ob ich nicht zu Sünden anrechne, dass ich mich die ganze Zeit über so heimgebracht. Was hast du, Johann? Ich hab's verlernt, dass ich doch so gut gekommen bin. Meine Hände sind durch Züge und Land zu ihm geschickt geworden. Ich hab ihn nicht merken können. Ich tue es für dich, Johann. Seine heilige Majestät, der König von Frankreich, hat soeben die silberne Rüstung geschickt. Komm, ich will sie sehen. Denk dir, jetzt eine Rüstung ganz aus Silber. Komm, wir wollen sie anschauen. Hast du sie schon gesehen, Louis? Ist sie schön? Genau wie die Rüstung des heiligen Erzengels Michael auf dem Bild in Chalon. Willst du sie denn mit nach Domremy nehmen? Nein, ich trage sie heute bei der Krönung. Und dann werde ich sie dem Erzengel Michael weihen. Und jetzt, ich bin so glücklich, so sehr, sehr glücklich, dass ich
jahrelang Bekriegten fliehen. Heute ist das Fest des Friedens. Du lieber Gott, wie lange sollen wir noch stehen, ehe es losgeht? Die Jungfrau ist noch nicht da. Verdammt, jetzt können Sie kommen. Ich stehe mir ja die Knochen in den Leib. Ich meine, Sie machen überhaupt zu viel Wesens von der Jungfrau. Ihr habt ganz recht. Wer so wie wir von Anfang an dabei gewesen, der weiß recht gut, dem das Verdienst gebührt. Von einem Wunder kann auch gar nicht die Rede sein. Wenn wir nicht gekämpft hätten, dann wäre das Wunder auch nie geschehen. Na, Gott sei Dank. Lang genug hat es das Frauenzimmer ja machen lassen. Der König überhäuft sie mit Geschenken, die Rüstung allein soll 8000 Taler gekostet haben. Und wer muss es bezahlen? Wir. Sieh doch, wie sie den Kopf trägt. Diese hochmütige Person wird noch böse enden. Dass die Engländer ausgemachte, dämliche Hunde sind. Die habe ich gejagt. Habe ich sie nicht gejagt, was? Stopp doch diesem Alarchon endlich das Maul. Ihr sollt ihm das Maul stopfen. Weil ihr vielleicht, wir hätten den Marsch auf Reims ohne euch nicht so glorreich zu Ende geführt. Ich habe Jargot eingenommen. Ich. Und wer hat das dicke Schwein, den Herzog von Zerfall, gefangen genommen? Ich. Ich werde euch sagen, was aus euch geworden wäre, wäre ich nicht gewesen. Ihr seht es heute nicht in Reims, mitnichten, ihr Rosenkacker. Mir habt ihr es zu verdanken, mir und keinem anderen. Habt ihr euch vielleicht rausgetraut aus eurem Orléans, bis die blöde Hexe kam, das Weibstück und euren Soldaten den Kopf verdrehte? Der Zufall hat euch aufs Pferd gehoben. Und das Übrige habe ich dazu getan. Ich, mein Lieber. An aller christlichste Majestät, der König von Frankreich. Ihr seid ein Landesverräter. Das sage ich euch ins Gesicht. Burgund auf Schafott gehört hier. Das ist aller Fonds Grammatik. Die rauen Sitten der Krieger erfrischen das Herz. Die Herren sind schon zwei Nächte damit beschäftigt, Wein in sich hineinzuschütten. Ja, auf ein andermal. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben, Alençon. Weil ihr! Oder wollt ihr meinen Tisch vernachlässigen, ihr Hunde? Weil der König gekommen ist? Ich dulde es nicht, dass ihr meinen König beleidigt. Ihr werdet witzig, Alençon. Ihr werdet witzig, sehr. Es lebe seine allerchristlichste Majestät, König Karl VII. Von Frankreich! Bist du zufrieden, Johanna? Gefällt's dir? Freilich ein bisschen laut, aber die meisten Menschen können sich leider nicht anders freuen. Woran denkst du? Ich denke gar nicht. Ich bin glücklich hier. Es sind bereits 200 Tote werden. Streng geheim halten vor allem, bis ich Zeichen gebe. Niemanden begraben. Die Sterbenden einschließen, die ihren Schrein auf die Straße ziehen. Verstanden? Aber du bist ja eitel, Johanna. Ich freue mich der Geschenke, die ihr mir in eurer Güte gegeben. Ist das eitel? Sieh nicht zu lange in den Spiegel, du könntest dich in dich verlieben. Zu St. Johannis hier tragen bei uns in Domremy die Mädchen alle Kränze im Haar aus Vergissmeinnicht und Maßliebchen. Und welche der Kranz frisch bleibt bis Mitternacht, der bedeutet den Hochzeitskranz übers Jahr. Und welche er verwelkt zuvor, der bedeutet den Totenkranz. Helft mir, Sir. Nehmt mir den Kranz ab. Er ist welk, ganz welk. Aber Johanna. Nehmt ihn mir ab. Aber ängstige dich nicht. Es ist
heiß hier, es ist kein Wunder, dass die Blumen welken. Das ist euch ruhig? Nicht? Setzt euch. Was für neue Ränke. Ihr seid ein Fuchs, La Tremouille. Aber ist euer Unglück, dass eure Pissigkeit euch im Gesicht geschrieben steht. Eine dumme Larve wäre für euch unschätzbar. Ich habe euch immer gesagt, erlernt das Heucheln. Es ist unendlich wichtig. Aber ihr wollt ja nichts von mir lernen. Ich gebe mir alle Mühe hier. Und ich hoffe, euch einmal mit einer wirklich hübschen Geschichte überraschen zu können. Ein Dreck habt ihr gemacht. Die Jungfrau hat alles gemacht. Halt Maul! Jungfrau, Jungfrau! Zum Henker mit dieser Jungfrau! Laus mich, der Affe! Mir verdammt der König die Krone! Und mir fällt er sie bezahlen! Burgund reißt das Maul auf und vergisst ganz, dass er gar keine Zähne hat. So ähnlich redeten wir damals in Orléans von euch, Sire. Aber da läuteten plötzlich die Glocken und dieses Mädchen erschien und ihr warft euch dem Volk in die Arme. Ihr hattet mit einem Mal Zähne bekommen und habt auch ganz kräftig zugebissen. Ach, ich wusste ja, dass ihr etwas gegen mich im Schilde führte. Man muss nur warten können auf die Gelegenheit und wenn sie kommt, muss man sie am Schopfe packen. Hier, euch, Sire, schickte der Himmel das Wunder. Mir erwies sich die Hölle dienstbar. Es kommt auf dasselbe heraus. Redet zu Ende, La Tremouille. Das heißt, wenn ihr jetzt schon reden wollt. Ich will euch nur die Bedeutung der Schwarzen Kreuze erklären. In diesem Viertel, kein Wunder bei der kolossalen Ansammlung von Menschen, bei der Hitze und dem fauligen Wasser, in diesen Vierteln herrscht die Schwarze Pest. Noch weiß es die Stadt nicht, aber bald wird sie es wissen. Dafür werde ich sorgen. Und sie wird auch den Schuldigen wissen. Oder besser gesagt, die Schuldigen. Der Majestät ist und bleibt ein notorischer Stänker. Habt ihr nicht gehört? Die Engländer stehen bei Schwarzau. Der Weg auf Paris ist uns abgesteckt. Wir müssen sofort handeln. Bist du taub? Komm! Die Engländer stehen bei Schwarzau. Blut ist ja wie ein Schrei. Was ist los mit euch? Johanna! Ja, Herr Ritter. Nimm deine Fahne, Johanna, hörst du? Deine Fahne! Doppele das hier! Louis, meine Fahne! Feier! Halt! Gut, gut! Lass mein Signal sagen! Sie irgendwo in Sicherheit. Man kann ein Wunder nicht wiederholen. Ich fürchte, Gottes Gericht sucht uns heim, weil wir einer Hexe auf den Leim gekrochen sind. Die schwarze Pest ist in der Stadt Reims. Die Mauern von Reims beherbergen eine Hexe. Eine Hexe hat seiner allerchristlichsten Majestät eine Krone aufs Haupt gesetzt. Schlagt sie tot, die verfluchte Hexe! Schlagt sie tot! Schlagt sie tot, die Hexe! Thank you.
sofort aus der Stadt. Folg ihm, Johanna. Johanna, komm. Johanna! Schon in den Knochen. So ein Ziehen von unten rauf, aus den Eingeweiden. So fängt die Pest immer an. Ach du Heiland, mein Herz, ihr Heiland. Warum denn gerade ich? Ich hab doch nichts getan. Ich hab doch nichts getan. Aus lauter Angst glaubt ihr plötzlich an Gott und den Teufel. Vielleicht haben wir gelacht, ja. Weil wir gesprochen haben über die Jungfrau. Darum hat Gott uns die Pest auf den Hals geschickt. Vielleicht ist es doch gerade umgekehrt. Mein kleiner, bescheidener Verstand sagt mir, mein Werkzeug ist in zwei. Wird es jetzt? Ja, ich weiß nicht einmal, ob man überhaupt La Tremouille in den Arm fallen soll. Um Gottes Willen! Wenn ihr die Heilige jetzt, wenn sie wirklich eine Heilige ist, wenn ihr sie jetzt ganz fallen lasst, dann wird es ja immer schlimmer und schlimmer. Ob eurer Undankbarkeit. Im Auftrage seiner allerchristlichsten Majestät des Königs von Frankreich, der Graf La Tremouille, Kommandant der Stadt Rhein, auf den Kopf der sogenannten Jungfrau. Du darfst nicht zurück. Ihr dürft mich nicht halten. Ich muss zu meinem König. Lasst mich. Der Graf La Tremouille empfiehlt, Gottes Gnade zu erflehen, der Verblendung wegen, in welcher wir diese vom Teufel genannte Hexe... Das ist die Wahrheit. Die Hexe von Orléans. Gott sei unserer armen Seele gnädig. Wir müssen weiter. Bei Mo habe ich drei Fähnlein und zwei Trupps Bogenschützen stehen. Alles mir in den Tod ergebene Leute. Hörst du? Hörst du? Ja. Wir werden reiten. Wir werden die Engländer schlagen. Ich sehe den heiligen Erzengel Michael vor mir. Er führt uns. Wir werden gegen die Engländer... Meine Fahne. Meine Fahne. Ich habe meine Fahne nicht mehr. Maria te Domine, Domine Claudivotem meam, siam dauris tue intendentes, in votem deprecationes mea, te profundis clamavia te Domine, Domine Claudivotem meam. Ja, ihr habt leicht reden, Sir. Ich habe dem heiligen Erzengel Michael ein streng Gelübde getan, mich Johannas anzunehmen, wenn sie mich erretten aus der Pest. Nun seht ihr, ich hab's überstanden. Und ich lebe mit der gnädigen Hilfe Gottes. Ich lebe. Aber Johanna, die ist gefangen in Rouen und ist zu Tod verurteilt. Getan. Ihr macht es euch, finde ich, nicht schwer. Wenn Gott will, dass Johanna brennt, hilft all euer Beten nichts. Will er es nicht, dann wird er schon Mittel und Wege wissen, es zu verhindern. Was ihr da tut für die Katze. Ja, was soll ich denn machen? Meine Leute sind oben dran gewesen, die sie gefangen haben und an die Engländer verkauft haben. Ich stehe allein in der Welt. Mir hilft keiner. Weil ich ein Gelübde getan habe und es nicht gehalten habe. Darum werde ich büßen müssen. Ein verwundeter Mann. Da. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Du bist ein Narr. Habe ich dir nicht gleich gesagt, dass du niemanden finden wirst, der sich für Johanna einsetzt? Die Kirche hat sie als Ketzerin verurteilt. Wer es wagt, sich da einzumischen, ist selber verloren. Das weiß jedes Kind. Nur du willst es nicht einsehen. Morgen früh wird sie verbrannt! Hm. Morgen früh. Ich finde, sie ist besser dran als ich. Sie darf sterben. Ich muss leben. Aber das ist doch Wahnsinn! Du hast sie verraten! Du hast sie damals in der Rennschaft der Stadt verraten! Aus Angst, es könnte dir gleich nach ihr in den Graben gehen! Verleugnet hast du sie! Du bist schuld, dass es so weit gekommen ist! Du, du! Du bist ein Dummkopf, wahrhaftig. Alles, was du kannst, ist das Dreinhauen. Und wenn es sein muss, das Sterben. Aber für eine Sache sterben, das ist nicht das Schwerste. Das habe ich ja schon oft gesagt. Für eine Sache leben und handeln, das
viel schwer. Ach, du machst Worte und Worte, deine nichtwürdige Schwäche zu bemänteln. Ich aber meine, du handelst wie ein Schurke. Ja, ich weiß. Und wie du denkst, so denkt die Welt. Denn die Welt ist voll von Dummköpfen. Ja, meinst du, ich wüsste nicht, dass die Herren Rouen gar nicht Johanna verurteilt haben, sondern mich, der sie gekrönt hat? Meinst du, ich wüsste nicht, dass morgen ich brenne? Ich? Nicht, Johanna? Sie war mein Werkzeug. Jetzt ist sie das Werkzeug einer Feinde. War niemals etwas anderes als ein Werkzeug. Es sind 20 Meilen bis Rouen. Sie wartet auf uns. Sie hofft, sie glaubt, sie ist zuversichtlich, dass wir sie retten. Wir müssen, Karl. Wenn du den Befehl gibst zu reiten, dann werden die Leute sich trauen. Morgen früh sind wir da. Befreie sie. Nein. Du hast mich immer noch nicht begriffen. Sie muss brennen. Die Lebende nützt uns nichts mehr. Sie schadet nur. Die Tote. Du. Die tote Johanna wird eine Märtyrerin sein. Begreifst du? Ich kenne die Menschen. Die tote Johanna ist allmächtig und unantastbar. Sie ist tausendmal stärker. Und ihr Tod wird immer neue Wunder gebären. Du bist tatsächlich wahnsinnig. Du willigst es? Ja, mehr noch, du. Du bist es! Ja, ich will es. Ich will, dass sie brennt. Es ist notwendig, dass sie brennt. Ich weiß. Frankreich. Rouen. Krank. Ich möchte nicht an deiner Stelle sein. Wahrhaftig nicht. Ich nicht. Ich nehme mir die paar Getreuen, die mir noch geblieben sind, bei Compiègne. Und mit denen reite ich nach Rouen. Lieber sterbe ich dort. Vielleicht versteht ihr mich, Burgund. Fühlt mich ruhig an, aber sagt wenigstens, dass ihr mich versteht. Ich hab ja keinen Menschen. Habt ihr euch auch auf und davon gemacht? Natürlich, das ist ja immer das. Mit dem Leben bezahlen. Ich komme nicht zur Begegnung. Hier seht ihr die Hexe von Orléans! Zum letzten Mal vor der Verbrennung! Für die Illumination des Kerkers bitten wir um eine geheime Spende. Was sollten Sie uns ausliefern? Dass wir hier gleich den Garaus ausmachen? Wer weiß, ob die Engländer sie morgen wirklich verbrennen durch den Garaus? Mein König kommt. Sehen Sie, Denise, so sieht eine wirkliche Jungfrau aus. Meine Treue hat hübsche Beine und die Hosen stehen ihr gar nicht übel. Man sollte diese Mode überhaupt einführen. Ja, für die Illumination des Kerkers erbieten wir eine kleine Spende. Mein König, wo bleibst du? Lass mich in Ruhe, Herr Ritter. Wenn ihr Lust habt, Johanna aus dem Feuer zu befreien, bitte, dann macht er dir vorkommen. Aber mich lasst in Ruhe. Ich will nicht falschen, Herr von Corinne. Ihr sollt haben von mir, was ihr fordert, wenn ihr mir nur mit euren Truppen folgt. Nennt die Summe. Augenblicklich schlafen lassen. Dann werde ich euch beim Inquisitor Kardinal anzeigen, Herr, dass ihr wohl anständige Leute aufwiegen wollt, eine Ketzerin zu befreien. An diese Worte, Herr von Corville, werde ich euch noch einmal erinnern. Wird dir nun endlich klar, dass du vom Teufel betrogen worden bist? Wird es dir klar? Nein! Das kann Gott nicht wollen! Das kann er nicht wollen! O heiliger Heiland, ich will nicht sterben! O heilige Mutter Gottes, ich will nicht sterben! O lieber heiliger Erzengel Michael, ich will nicht sterben! Du hättest es eher einsehen sollen, dass dich der Hochmut verführte, zu meinen,
göttliche Stimmen redet die zu dir. Wie hätte ich denn wissen sollen, wer zu mir spricht? Wie hätte ich denn wissen sollen? Wem sollte ich denn glauben? Nein! Nein, 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 nein! Mach dich bereit, meine Tochter. Deine Stunde ist bald gekommen. Ich glaube nicht, dass ich auf einmal nicht mehr so leben. Ich glaube nicht, dass ich auf einmal nicht mehr den blauen Himmel sehen soll. Nicht mehr den blauen Himmel, die grüne Erde, die goldene Sonne, den silbernen Mond. Tot, tot, meine Augen tot, meine Hände tot, meine Ohren tot, tot, tot. Nein, 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 nein. Pater Noster, quies in Cölis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Ich komme zu euch, weil ihr habt nicht vergessen, dass Johanna die Eure ist. Wenn die großen Herren Johanna im Stich lassen, die verraten, verkaufen, wen wundert das noch? Mich nicht! Mich nicht! Und euch wird auch nicht mehr wundern. Haben die großen Herren hinter euch schon 1000 Mal verraten, verkauft. Das ist wahr! Aber recht, ihr seid Kinder des Volks. Johanna ist ein Kind des Volks. Was geschieht, das geschieht auch euch. Wenn Johanna heute brennt, dann brennt einer von euch! Dann brennt ihr selbst! Das Volk brennt! Frankreich brennt! Und euch hat man wieder einmal für 100 Jahre das Maul gestopft! Sie darf nicht brennen! Ich hab's ja gewusst, dass ihr mich nicht verlassen würdet! Wir reiten zusammen nach Rohr! Mit unseren Händen werden wir Johanna vom Scheiterhaufen holen! Gott und die Jungfrau! Gott und die Jungfrau! Gott und die Jungfrau! Habe ich euch endlich doch. Potz, Kotz, das hat schwer gehalten, Herr von Majestät. Der König befürchtet, dass ihr Dummheiten macht. Ich habe den Auftrag, euch zu binden und zurückzuschaffen. Auftrag? Vom König? Macht schnell. Niedertrag der Hölle! Johanna! 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 Das warst ein verfaultes Glied, damit du nicht die übrigen Glieder gleichermaßen ansteckst, aus der Einheit der Kirche hinauszuwerfen und von ihrem Körper abzuschneiden, der weltlichen Gewalt zu überliefern bist, die wir dich auch ausstoßen, abschneiden und überliefern, mit der Bitte an dieselbe weltliche Gewalt, sie möge ihr Urteil, abgesehen von Tod und Gliederverstümmelung, mit Maßen am dir vollziehen. Und wenn bei dir Zeichen wahrer Buße sichtbar werden, soll dir das Sakrament der Buße gereicht werden. Im Namen des Herrn. Amen. Hast du noch etwas zu sagen, zu bekennen, Johanna? Wo werde ich heute Abend sein? Willst du öffentlich erklären, dass du missbraucht worden bist? Dass du selber das Volk missbraucht hast? Nein. Denn ich weiß, dass Gott nie zugegeben hätte, dass der Teufel mir in der Gestalt des heiligen Erzengel Michael erscheint. Trommeln! Ketzerin! Irrgläubige, verstockte Götzendienerin, du Teufelsbeschwörerin! Tut, was Gott will, dass es getan werde. Ich glaube, dass ich sterben muss, damit mein Vaterland frei wird. Ich glaube es ganz fest, denn mein Herr Jesus wird nicht zugeben, dass mir ein Leid geschieht, ohne Grund und Ziel. Glaubt ihr im Ernst, Sieher, ihr könntet mich so ohne Weiteres des Oberbefehls über die Truppen entheben? Ich glaube es nicht nur, La Tremouille. Ich weiß es. Denn ich habe euch bereits enthoben. Basta. Ich werde von dieser kindischen Gebarung keine Notiz nehmen. Ich werde den Aufbruchsbefehl, den ihr in meinem Namen gegeben habt, selbstverständlich widerrufen. Denn es ist heller Wahnsinn, die Truppen in Marsch zu setzen und nicht zu wissen, wohin. Aus Gericht eure Entmündigung beantragen lasst. Halt, mein Freund!
Ich habe euch eine Kleinigkeit zu sagen. Es wird nicht lange dauern, aber es lohnt. Ja, ich habe das Heer in Marsch setzen lassen. Ihr wisst nicht wohin? Nach Rouen. Führt sie weg! Ich weiß natürlich, dass es zu spät sein wird, um Johanna zu retten. Aber gerade dieses zu spät ist der richtige Augenblick, um Frankreich zu retten. Jetzt erst, La Trémouille, ist meine Heilige, unüberwindlich. Dunois hat die Geschichte als erster erfasst. Er hat sich mit seinen Truppen von Orléans aufgemacht, um zu mir zu stoßen. Ihr aber, La Trémouille, seid vorläufig mein Gefangener. Na. Der Wagen kommt sofort. Moret, seid ihr? Wohl, Herr Graf, ich bin's. Na, nun habt ihr ja schön Zeit, darüber nachzudenken, auf was für eine infame Weise ihr mich um meinen Bauernhof gebracht habt. Der König hat schon die Richtigen ausgesucht, um euch zu bewachen. Was wollt ihr? Mich kostet nicht. Wer weiß, was ich dabei gewinne. Da, mein Kind. Gebt mir das Kreuz. Wenn du im Paradies bist, dann denk ein bisschen an mich. Wenn du aber in die Hölle kommst, dann kannst du mich ruhig vergessen. Herrgott, himmlischer Vater, schenk der Majestät von Frankreich den Sieg und seinem Volke den süßen Frieden. Nimm gnädig auf das Opfer meines Lebens. Herr Jesus Christus. Zurück! König von Frankreich, gesalbt und gekrönt zu Reims von Johanna, stellen mit Genugtuung fest, dass der Spruch des Gerichtes zu Rouen, Kraft dessen von nunmehr 25 Jahren Johanna dem Feuertode überantwortet wurde, null und nichtig erklärt worden ist, durch das Teil seiner Eminenz des Glaubensinquisitors von Frankreich, Bruder Johann Bréhal. Wie groß auch die Irrtümer sein mögen, denen der Mensch unterworfen ist, größer noch ist die Einsicht, mit der Gott ihn von Zeit zu Zeit segnet. Wie schön ein Unrecht wieder gut zu machen.
seine allerchristlichste Majestät liegt dem Volke von Frankreich ans Herz, dass es hinfort Johannas Andenken ehre als das Andenken der Befreierin des Landes von Fremdherrschaft, als das Andenken der treuesten Dienerin des Staates.